Das ist Sophie. Sophie ist im zweiten Jahr ihres dualen Studiums, arbeitet gleichzeitig schon bei Schneider Präzisionsteile und ist danach Ingenieurin für Maschinenbau. Sie wird nach ihrem Abschluss bei Schneider übernommen. Sophie will weiter am Ball bleiben und deshalb nach dem Bachelor noch den Masterabschluss erreichen. Kein Problem. Dabei hilft der neue Bildungstarifvertrag der IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie. Damit kann sich Sophie für ihre Karriere weiterbilden. Trotzdem kann sie dabei weiter für Schneider arbeiten und bekommt ihr Geld. Wie das geht? Mit der Bildungsteilzeit aus dem neuen Bildungstarifvertrag. Auch Sophies Kollege Julius profitiert von der Bildungsteilzeit. Nach seiner Ausbildung bei Schneider kann sich Julius zum Meister oder Techniker weiterbilden. Oder wie Sophie noch studieren. Mit dem Bildungstarifvertrag klappt das, ohne dass die beiden ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen. Und die Freizeit müssen sie für die Weiterbildung auch nicht opfern. Dafür unterschreiben Sophie und Julius eine Bildungsvereinbarung mit ihrem Chef. Die kann bis zu 7 Jahre lang laufen. Damit das funktioniert, richten Sophie und ihr Chef ein Bildungskonto ein. Dort wird ein Zeitguthaben eingezahlt. Wenn sie genug Zeit angespart hat, kann Sophie sich sogar ganz auf ein Studium konzentrieren. Und sie bekommt dabei sogar mindestens die Hälfte ihres Einkommens weiter. Will sie nicht weiter studieren, könnte sie auch in Teilzeit bei Schneider weiterarbeiten und die Hälfte ihrer Arbeitszeit für Weiterbildungen nutzen. Nach der Weiterbildung darf Sophie sogar wieder auf eine gleichwertige Vollzeitstelle zurück. So kann Sophie ihre Zukunft sicher planen. Und ihr Chef bekommt eine noch bessere Mitarbeiterin. Nicht nur Sophie und Julius, auch ihre Kollegen, die seit 5 Jahren im Unternehmen sind, können die Bildungsteilzeit nutzen. Der Bildungstarifvertrag der IG Metall. Gut für Sophie und gut für ihren Chef. Jetzt informieren bei eurem Betriebsrat oder der JAV.